Hallo und herzlich willkommen zum Join Dota League Season 3 Division 6 Germany 1 Spiel. Schönes Ding gegen Refugium. 2, 1 und ab in den Draft. Tja, dadurch, dass es hier ein Rebroadcast ist, will ich irgendwie gerade nicht gucken, wo die beiden Partien stehen, weil dann sieht man schon so ein bisschen, könnte man das Ergebnis schon sehen. Dementsprechend sind wir gespannt. Schönes Ding und Refugium waren, glaube ich, beide aber relativ weit vorne. Von daher könnte das hier ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Und für beide Partien geht es um was. Jo. Like and Ban. Sinnvoll. Guck mal hier. Schönes Ding mit einem Stand-In. Refugium mit zwei Stand-Ins. Geht ja noch. Und ja. Doomban. Oh, nichts Besonderes. Mal gucken, ob es hier ein Faces Void oder ein Panda wird, der gebannt wird. Und oder. Und ja. Ich bin excited zu sehen, wie sich das ausspielt. Viper Ban. Ist sehr interessant, dass Refugien die doch so hoch einordnen, dass sie die als Second Ban schon machen. Also entweder wollen sie ganz viel in Void Brewmaster spielen, beziehungsweise wollten halt einen von beiden haben. Oder eben irgendwas anderes Sickes im Kopf. Bin ich mal gespannt und auf jeden Fall hat auch was schönes Ding jetzt hier band. Weil das spricht auch dafür, was sie ihnen geben wollen, okay. Razor Ban, also so mit Brewmaster und Faces Void drin. Brewmaster wird hier von der Fugio Pick, dementsprechend wird schönes Ding Void und Skywrath Mage spielen. Und hier wird irgendwas Offensichtliches. Keine Ahnung, Shadow Shaman gepickt. Na schon. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube, die Kombos kennt jeder. Das ist so, dass endlich mal wieder ein Brewmaster durchkommt, ist halt auch cool. Aber ja, jeder von den Zuschauern, glaube ich, weiß, was die Helden können. Von daher muss ich da noch nicht auf irgendwelche Synergies eingehen, denn es sind verdammt viele vorhanden. Brewmaster selbst alleine hat auch ein Solo-Kill, wenn er ein Clap into Ulti rausbekommt. Kommt drauf an, auf wen natürlich. Death Prophet oder sowas könnte schwieriger werden. Weil er doch relativ schnell und viele Leben hat. Aber. Ja. Weil auch Death Prophet ein Killer ist. Claps dann. Anyway. Ja, auf jeden Fall, Refugium haben sich doch nicht so sicher sind. Gucken jetzt. Haben den Brewmaster bekommen, vielleicht. Es ist halt auch so ein, okay, wir gucken mal, was wir bekommen. Und picken dann, was damit passt. Und daher müsste ich jetzt halt Rush wahrscheinlich so sein Skillbook, sein Draftbook durchgucken. Und schauen, was damit passt. Und sie geben dem Earthshaker. Von daher kann es halt durchaus sein, dass sie gesagt haben, lass uns erstmal einen stabilen Support picken und danach gucken, was weiter ist. Death Prophet hier gebannt. Definitiv mit dem Void eine gute Combo. Shadow Shaman könnten sie bannen, wenn sie den nicht selber picken wollen. Und Centaur Band für ein schönes Ding. Okay. Ja. Auch stark. Besonders halt, weil zwei starke Helden sind, die dementsprechend noch ein bisschen mehr von. Vom Stampede-Bonus, Damage-Bonus profitieren bin. Und Invoker ist hier als letzter Ban, um in die Chrono halt so Sunstrikes zu verhindern. Mirana wird von schönes Ding noch gebannt. Da sie nicht mit diesem. Sie könnten überall sein. Sie könnten überall Monetary Run haben. Damit wird schönes Ding wohl anscheinend gerade nicht dealen müssen. So, ja, schönes Ding kann jetzt gucken, ob sie um die Krone rumkämpfen oder ob die Krone für sie eher nur ein Pick-off-Instrument ist und sie halt auch ohne fighten können. Das ist prinzipiell sinnvoll, weil wenn die Krone, kann halt der Void auch mal die Krone machen, ohne direkt zu sehen, okay, wir können die nächste Minute nicht pushen. Und ja, dass das Team nicht halt so komplett auf die Krone ausgelegt ist, denn da ist da doch relativ viel Druck. Ja, relativ viel Druck halt, die Trüchis zu treffen. Ich glaube, ich muss ihn lüften, ey. Nicht die ganze Zeit so doll gähne. Naja.
Mal kurz, bis ich schon das Ding entschieden habe. Radiant Team Pick. Seconds remaining. 5 seconds. Mal schauen, ob was bringt. Wir haben ja nicht so viel Frost. Schönes Ding hat der Rubik gepickt. Denn sowohl Panda-Skills als auch sowieso die Fischer. Das ist ein sehr, sehr interessanter Skill für Rubik. Und besonders halt die Fischer eröffnet halt komplett neue Möglichkeiten, da irgendwas zu tun. Tja, das Problem, was ich so ein bisschen mit dem Earthshaker sehe, ist, dass er halt dieses extrem starke Potenzial vom Early Game Earthshaker mit nur der Fischer, hier in dem Fight hat er halt ein Problem damit. Denn die Stärke von Earthshaker besteht natürlich darin, auf der Tri-Lane den Offlaner halt komplett auszusperren, halt den Fischer Block zu machen, sodass der Offlaner nicht wegkommt. Das Problem ist aber, dass er halt ein festes Void springt halt über die Mauer. Und daher bräuchten sie halt sowas wie ein Silence von Scareth Mage, Astral Seal. Ja, haben sie aber trotzdem auf Level 1, dann hätten sie zu wenig Damage dafür. Je nachdem, was noch für ein Tri-Laner vorkommt. Und daher ist der Earthshaker jetzt schon Level 1 gar nicht so scary auf der Tri-Lane, wie er es hätte sein können gegen jemand anderen außer einem Void. Wenn ihr jetzt mal so einen Centaur oder so betrachtet, wenn der eingesperrt wird im Fischerblock, dann, ja, kommt er halt nicht weg. 8 Sekunden, da hilft auch ein 2 Sekunden Stun halt nicht weiter. Kann halt versuchen, drumherum zu laufen, aber prinzipiell ist er dann halt quasi tot. Und Gyrocopter wäre halt auch damit zusammen eine sehr starke Combo, denn ein Einsperren into Rocket Barrage macht einen extrem, ja, macht sicke Damage. Und das wäre ziemlich cool gewesen, aber ich fürchte, dass der Festes Wort halt einfach wegspringen wird. Und er sich das eben genau dafür aufsparen wird, beziehungsweise es gibt halt nichts anderes, um ihn zu pressuren, außer die Fischer. Dann springt er drüber und das war's. Daher könnte es hier eine relativ gute Lane für ein Faceless Void werden. Allerdings, wenn er gecatcht wird mit der Fischer, ist er halt immer noch ein Stun. Rocket Barrage, das kann auf jeden Fall eine Salve bedeuten. Wenn da halt, ja, wenn da der Go kommt. Ist halt immer das Ding gegen Gyrocopter. Rocket Barrage macht sehr, sehr viel Damage auf Level 1 und Level 3. Also Level 1 und Level 2 Rocket Barrage. Und das ist ein Problem. Auch wenn ein bisschen was davon gebacktrackt werden kann. Tja, und wieder. Schönes Ding, lassen sich hier viel Zeit. Refugium haben auch schon nur noch 10 Sekunden Reserve Time. Von daher müssen sich beide Teams überlegen. Schönes Ding ist jetzt wahrscheinlich so, okay, Gyrocopter, was ist da noch so eine schöne Synergy dafür? Und sie gehen mit dem Timbersaw. Okay, 2 Stärkehelden. Es ist halt die Frage, wie viele noch dazukommen. Lion. Weil, ja. Supporter wird wohl kein Stärkehit werden und das andere halt, also die Mitte wahrscheinlich auch nicht. Aber Timbersaw ist ein, ja, wie schon mal gesagt wurde, mit dem Festes Void halt keine gute Combo, weil Timbersaw will an den Gegner ran, durchchainen und wie auch immer, und das geht halt mit dem Void nicht. Aber es ist halt auch so ein starker Teamfighter, sodass sie halt eben nicht nur dafür picken sollten, dass es in die Chrono kommt. Der Tidehunter-Bann ist sehr, sehr schön hier, weil den, ja, könnte Schwierigkeiten bekommen, den Down zu bekommen. Und, ja, Ravage ist relativ übel, kommt auch in die Chrono rein. Und mit dem Gyrocopter zusammen wäre das ein extrem starkes Teamfight-Liner, was Refugium hier bekommen hätte. Daher müssen wir jetzt nochmal gucken, was sie auf der Offlane picken werden. Es könnte sowas wie ein Clockwork sein. Eher wieder zurück. Centaurus raus, Tidehunter raus, Miranas raus, Timbersaw raus, Void ist raus. Und zwar ein Tinker als schönes Ding Mitte. Ein guter Bann, definitiv. Bin mir nicht, halt nicht sicher, weil sie hat den Tinker wahrscheinlich auf der 4 gepickt. Weil Timbersaw dann doch eher bei dem Lineup, was Refugium gerade hat, nicht wirklich ein Insta-Bann ist. Besonders, wenn eigentlich der Void hätte offline gehen können. Naja, glaube ich nicht, dass der Tinker gewesen wäre. Wenn ja, wäre das ein Fehler gewesen,
Kopf ein schönes Ding, den ich zu pingen. 10 seconds remaining. Jo. In der Mitte für schönes Ding. Was könnten sie da tun? Naga? Nee, Nagas gegen Jericho wäre nicht so toll. Illusion-based Gaming. Von daher irgendwas, was halt auch ins Midgame, vielleicht Morphling oder so, wäre interessant. Und sie geht mit einem Pugner. Okay. Wir sehen, okay, Gyrocopter wird später hart, von daher müssen wir fighten. Ich sehe zwar nicht so ganz, wie das, ja, Bin ich jetzt so zufrieden? Mal schauen, sie müssen es schaffen zu pushen. Und es wird halt relativ schwierig da rein. Von daher wird das wohl eine Aggro-Tri-Lane mit einem Silence oder einem Gyro-Solo. Wahrscheinlich ein Gyrocopter-Solo. Okay. Refugium legt hier die Karten auf den Tisch. Ein schönes Ding, müssen jetzt gucken, ob sie... Ja. Ob sie da halt was gegen tun. Oder ob, sie fein damit sind. Müssen jetzt gucken, besonders wenn sie halt ja nicht den Void farmen wollten. Timasaur offline schicken können. Timasaur hat ähnliche Vorteile mit der Fische wie der Faceless Void, allerdings muss er halt dafür einen Baum haben. Und da ist es hier nicht klar. Okay. Teams beginnen langsam zu picken. 10 seconds remaining. Und noch 5 Sekunden. 5 seconds remaining. Rubik muss noch picken. So. Okay. Damit schauen wir mal die Lanes hier. Schauen wir mal. Wir haben gekauft. Boff. Okay, Brewmaster geht in die Mitte. Gyrocopter. Na. Wenn Support sei klar. Also, auf der Seite von Refugium haben wir Tisul auf dem Brewmaster in der Mitte. Midnuts und Rush auf dem Lion und dem Earthshaker Toplane zusammen mit dem Gyrocopter Aggressive Tri-Lane auf dem Zahu Stantin. Und Silencer Mariko geht solo auf die Bottom Lane. Bottom-Safe Lane. SD sieht es kommen, dodged und macht eine Aggressive Tri-Lane mit dem Slenderman Stantin auf das Gareth Mage. Totally Not SD auf dem Rubik, Foxer auf dem Carry Faces Void und Spinnert auf dem Timasaur Offlane, gefolgt von Scaredfish in der Mitte auf dem Pugner. And let the games commence. Tja, die Frage ist halt, wenn es die ganze Zeit Farm gibt, könnte es. Also, das sieht jetzt hier besser für SD auf. Denn sie haben einen Offlaner, der ganz gut gegen den Trainer bestehen kann, wohingegen Silencer da nicht viel Spaß hat. Das könnte halt schon erst ein Vorteil sein, weil Refugium eventuell verschieben will, wenn sie das sehen. Gut, mit dem Draft ist es halt relativ offensichtlich, wie ihre Lanes sind, von daher haben da schönes Ding auf jeden Fall den strategischen Vorteil. Dafür halt einfach zu lanen. Und ja, Mitte wird interessant. Beide haben doch relativ viel Damage. Aber beide sollten halt auch ihren Farm eigentlich bekommen, ohne sich da zu sehr die Köpfe einzuschlagen. Und jo. Oben liegt keine Rune, die wurde schon genommen, die Illu. Lion versucht die Mitte zu pressuren, indem er sich seine Illu zeigt. Der Messer geht hier ein bisschen zu weit. Direkt in die volle Rocket Barrage. Das könnte der erste First Blood sein. Und das wird tatsächlich das First Blood sein. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht hatte. Außer, der wird schon nicht die genötigen Damage haben. Doch, Rocket Barrage macht einfach mal. Ja. 110 Damage. Auf ein Target. Das war sehr, sehr, sehr naiv, würde ich mal sagen. Silencer wird rausgehalten, aber dadurch, dass der Timasaur jetzt auf der Toplane gestorben ist, wird vielleicht Refugium doch nicht verschieben. Und eher mit einem Earthshaker in die Mitte. Da Fischer kommt sehr früh. Aber okay. Schöner Deny hier. Kein Gold dem Gegner geben. Vielleicht mit der Fischer hätte man noch ein bisschen abwarten können, dass es vielleicht auch noch was geben könnte. Silencer pullt hier das erste und letzte Mal. Wem ist Earthshaker kommt hier relativ nah dran. Und ja, schönes Ding, ist dafür aber nicht vorbereitet. Und außerdem, ja, hätten sie es sowieso nicht bekommen. Aber wir sehen hier Dual Lanes von Refugium, um das ein bisschen mit klarzukommen.
Jo. Müssen wir jetzt schauen, wie es so läuft. Also, Timoso wird auch nicht blocken können. Aber kriegt hier halt schöne Levels. Silencer auch, muss aber extrem aufpassen. Weil, glaube ich, ich glaube nicht, dass die Aggressive Dual Lane hier von Refugium den Dimasaur ankratzen kann. Jetzt möchte ich sagen, komplett ohne Reactive Armor ist es natürlich ohne weiteres möglich. Und dann harrissen sie auch einfach alles. Aber ich hatte auch noch nicht gesehen, dass ein Dimasaur so sehr greedy auf eine Offlane ist. Gegen eine Tri-Lane und das First Blood innerhalb von Sekunden hergegeben hat, was immer noch keine Reactive Armor geskillt hat. Und ja, sollte hier eventuell, ja, sollte jetzt das zweite Mal down gehen, weil er halt auch einfach wesentlich zu greedy hier oben ist. Hätte es solo richtig gut drunter spielen können, wenn er einfach Reactive Armor skillen würde. Aber, so wird er halt weiter feeden. Da bin ich definitiv nicht von dem Skills überzeugt. Okay, wir schauen uns mal die Lastsets an. Wir haben den Brewmaster in der Mitte, der das Farmboard anführt, noch über dem Faces Void, der Freefarm hat. Was mich auch sehr, sehr überrascht. Den Gyrocopter und der Faces Void haben beide halt Freefarm, wobei natürlich der Gyrocopter schon 2 Kills hat. Was einen großen Unterschied macht. Jo, dann halt den Pugner. Auf der Midlane wird genauso gefarmt wie auf der Safe Lane. Von daher wird hier Farm gegenüber Hero Harris präferiert. So, erste Punkt in Reactive Armor ist da. Allerdings so viel Regen ist auch nicht mehr da. Und jetzt muss der Timoso aufpassen. Ja. Oh, Support kommt nicht an. Das war ein Problem. Okay. Misplace hier von SD. Oder er hat gesagt, vielleicht doch nicht, aber das war definitiv. Da hätten sie, wenn es der Rubik gewesen wäre, oder das Gareth Mage, hätten sie da definitiv ein bisschen Damage machen können. Und ja, Slenderman auf dem Gareth Mage geht hier ohne Grund down. Wird einfach vom Silencer gebürstet. 13-0 verdient für Refugium. Und so viele Fehler von SD habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dass es Division 6 ist und nicht die Starter Division, sieht man hier gerade nicht. Aber gut, 2 Punkte in Timoso. Hat's gelernt. Und wird wahrscheinlich hier nicht mehr so leicht down gehen. Eben weil die Rocket Barrage Single Target Spend ist. Der Silencer könnte hier ein Problem haben. Wird geliftet, wird gebasht, aber ohne Time Lock passiert da gar nichts. Und ist auch langsamer da. Das ist bitter. Und hier kommt die Fischer. Und da ist nichts. Dann wäre da ein Time Lock drin und Gyrocopter tötet Timoso. Erstens, was macht er hier, wenn die Creefift da oben ist? Zweitens, okay. Zurückgehen. Okay, das muss ich nochmal angucken. Also. Er mit dem Messer, der sich. Achso, ja, genau, da habe ich nach unten geguckt. Das war. Könnt ihr es hier nochmal angucken? Wird geliftet, zurück. Wird gejumpt und ja, da hätte man vorher jumpen können. Mit dem Messer ist jetzt. Genau, läuft halt weg. Hat das Problem, dass er halt einfach nicht wegkommt. Okay. Und wunderschöne Hex davon, der gewartet hat. Okay. Nicht ganz dem ist so schuld. Aber auf jeden Fall schön gespielt hier vom Lion. Perfekt gefischt. So, gedewardet wird auch. Oh, perfekt sogar, um das Camp wieder dran zu machen. Und ja, die beiden Top-Farmer sind mit Abstand von Refugium. Hat es den nicht viel mitzuspringen. Gold und XP gehen sehr stark in Richtung Refugium. Und die Laning Stage läuft super dafür, dass sie halt quasi komplett outgelaned wurden. Aber ja, das ist die Offlane gegen ja. 0-3 auf dem Dimasaur auf einer Offlane darf halt nicht passieren. Sie hat sich hier die Creep 5 gesnackt. Auch passend und schön für sie. Haben sie jetzt sogar eine doppelte Creep 5 und haben die Lane wieder so ein bisschen unter Kontrolle. Brewmaster wird hier angegangen, wollte klappen, aber wurde halt relativ schnell vom Life Drain überzeugt, das doch nicht vielleicht zu tun. Außerdem hier die Invis-Rune
im Sack vom Blutner erlaubt es ihm nicht zu sterben dagegen. Timasaur wurde oben wieder down. War knapp. Aber ich weiß nicht, wie lange es noch geht hier. Und. Life Drain. Ja. Anyway, so. Wir schauen jetzt hier mal unten. Rubik wird vom Silencer gehauen. Und dürfte down gehen mit dem Curse. Ja, der Silencer dafür stirbt aber auch noch. Ist ja ein guter Trade hierfür. Schöner Silence definitiv, aber Follow-up ist da nicht vorhanden. Außerdem sind viel zu viele Creeps da. Da muss ich das D zurückziehen. Die Fissure kommt gleich auf Cooldown und das ist ein Kill. Bam! Und jetzt muss Fizzy's Volt aufpassen. Versuchen muss. Ah, okay, er ist tot. Ich wollte schon gerade sagen, muss jetzt aufpassen, dass er einfach das Time Walk passend macht, wenn er Stun kommt, dann ist er fein und dann, okay, Suicide einfach mal vorher in die Bäume gesprungen, auch noch dahin, wo sie hinkommen sogar, und sich dann selber gesuicidet. Okay, 8 zu 1 für SD. Ich würde sagen, die Hälfte davon ist sehr gutes Spiel von Refugium, die andere Hälfte ist Misplays von SD und teilweise sogar Anfängerfehler. Rick muss jetzt hier aufpassen, aber ja. Earthshake hat kein Mana für die Fissure, sonst wäre das auch ein Kill. Da sind die Lanes doch relativ scary. Und ja, die XP und Goldgrafen gehen natürlich immer weiter nach vorne. Cordon um. Und ja, mit dem Finger reißt der Damage auf jeden Fall auf. Aus. Sehr schön gemacht hier von Refugium halt auch, dass sie sehen, wenn der Damage reicht. Und 0,4 auf dem Timbersaw, 0,5 auf dem Timbersaw. Wobei er natürlich dafür nichts konnte. Chrono solo auf den Earthshaker. Seriously? Seriously? Oh Gott. Call GG. Seriously. Oh Mann. Ja, Pech, aber. Nee. Nee, sowas darf nicht passieren. War halt das Problem, dass der Rubik kein Mana für ein Fadeboard hätte. Und er wollte auch nicht stehlen. Und so hat er dann durch die Fissure, die perfekt gesetzt war, dann doch noch seine Freiheit kaufen können. Der Lift hätte ihm eigentlich genug Zeit gegeben, um halt von hier nach hier zu laufen, um halt nicht von der Fissure geblockt zu werden, aber damit hatten sie halt nicht gerechnet. Und der Earthshaker hat natürlich eine super Fissure. Sein Leben gejuckt, erjuckt. Ja. Top Tower oben ist ja schon ein bisschen länger down. Und die Trainern verschiebt sich jetzt ein bisschen nach oben. Refugium setzt sofort nach, Earthshaker nach oben. Und ja, über einen kompletten Wraparound. Weil jetzt der Brewmaster offlane ist und der Silencer ein bisschen gefarmt wird. Klar ist er eigentlich der Carry, so wie Refugium sich das gedacht hatte. Dementsprechend werden sie mir ein bisschen mehr Space verschaffen. Und definitiv nicht. Clap. Und. Ah, kein Mana für Ulti. Das ist natürlich bitter. Und das war der Bugner. Schöner Kill hier, schöner Snap hier vom Silencer. Jetzt hätte er eventuell noch. Oh, Engage oben. Oh, was ein Silence. Was ein wunderschöner Silence. Bringe den Shaker raus. Für 2 getradet. 12 zu 2. Für Refugium. Sehr schön gespielt. Und 13 zu 2. 3 zu 1 dieser Trade hier. Sehr schön gespielt und ja, ich weiß auch nicht genau, was SD mit dem Pugner wollte. Dass er nicht funktioniert, seht ihr halt auch schon gerade. Das liegt halt an der Laning Stage, dass sie nicht zu pushen kommen. Und das halt auch. Er kann halt keinen Tower Pressure, weil es sind immer Leute frei, die TPen können. Und ja, SD versucht jetzt hier zu diffen. Sehr aufpassen. Chrono auf 2, wunderschön. Das Problem ist halt, es ist kein Follow-up. Da, so richtig. Da steht schön in der Mitte. Wird allerdings. Oh, okay. Schöner Clap. Aber. Oh, Silence. Schön gemacht. Ah, ne, Quatsch, das war die Dimmerchain. Ich dachte, die Dimmerchain müsste man abbrechen, aber. Ups. Fugim hat da ein bisschen overextended. Und verlieren hier den ersten Tower dafür. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Schöne Krone vom Void, das stimmt schon. Aber
Hat auch nicht genau damit gerechnet, dass der Follow-up da war. Recordern war, glaube ich, noch cooler und dann war es auch kein Damage dafür da. Ja, Silencer macht keinen Spaß gegen zu spielen. Ja, levelmäßig, Supports sind jetzt beide Level 6 geworden nach dem Engage. Wobei die ja, Refugium Supports Level 8 Earthshaker und Level 8 Lion. Wichtiges Lion ist am weitesten auf dem Board, weil er halt auch hier die Kills überall beteiligt war. Teilweise sogar auf einer Dual Lane. Dann jetzt hier den Dimmersaur, halt mit einer Fissure und einem Panda-Split. Was natürlich. Jo. Das ist halt ein totes Offlaner, ist klar. Hast Last Word gestohlen. Auch schön für ihn. Ich glaube, es wird ein bisschen schwieriger zu stehlen. Und ja, mit dem Last Word kann er schon ein bisschen was tun. Besonders gegen den Lion ist es ein sehr, sehr potenter Spell. Und ja. Mal schauen, ob das hier der Turnaround war, den SD brauchte, oder ob sie jetzt hier mit dem Fight in der Mitte das wieder abgeben. Na, ist tot. Ah, Fischer ist auf der falschen Seite. Und da müssen sie aufpassen. Ja, Chrono ist da. Skywrath Ulti ist da, von daher. Ja, SD hatte so ein bisschen gehofft, dass sie jetzt hier stehen bleiben. Allerdings ist halt auch ein Brewmaster, der tanky ist. Und ein Earthshaker, der tanky ist. Von daher sind es halt auch keine Free Kills, die da zu holen sind. Der Silencer wäre allerdings ein Free Kill. Müssen sie gucken. Allerdings sehen sie auch hier, dass der Brewmaster mit seiner DD-Rune auf jeden Fall noch was anfangen will. Und wollen da eigentlich kein Teamfight forcen. In Global Science und Brewmaster mit einer DD-Rune. Das wäre nicht so toll. Ja, Timlas hat seine Mana-Boots. Und Lein hat seinen Blinkdagger. Dieser Unterschied. Pause von SD. Kurzer Disconnect. 06 für den Timlasor. Das ist bitte. Ja, pause please. So, reconnect. Er braucht ein PC-Start. Und das können wir schön überspringen. So, Void reconnect. Und dann sehen wir mal, was sich hier in der Mitte so noch ergibt. Die D&D-Rune von Brewmaster ist jetzt vorbei. Und ja. Ist auch gesehen, dass die D-Rune vorbei ist, von daher wollen sie da eventuell was tun. Allerdings muss der Puck mal, ja, die Chrono muss sehr, sehr perfekt stehen. Dann allerdings ist ziemlich viel möglich. Weil hier auch vier Leute, fünf Leute von SD sind. Also 5 von 5, 4. Und sie sehen hier an der Ward, dass der Brewmaster da ist, allerdings durch diese Ward hier sieht Refugium auch, dass SD sieht, dass sie den Brewmaster sehen. Kaka. Ah ja, der Brewmaster wird schon ein bisschen mit den Juken. Oh, schöner Lift. Aber, ja. Ich wollte schon gerade sagen, SD geht hier hoffentlich nicht rein, weil das wäre auch wieder ein Positioning-Mistake. Okay. Ja, mal schauen, ob sich hier in der Mitte was in Sachen 5-Man-Action, ob hier was passiert. Oder ob, ja, die sich weiterhin rumtänzeln und, ja, Langeweile commences. Brewmaster ist hier eine relativ einfach, eindeutige Elo. Guckt ein bisschen, ob er ein bisschen SD scouten kann und, ja, hat zumindest hier vier Leute gefunden. Und der andere ist der Void, der ein bisschen hinten steht. Vielleicht guckt, dass er dann nachher reinkommen kann. Das Problem ist aber trotzdem, erstens, er kann seine Maske am Ende nicht holen und zweitens, der Global Silence könnte ihn halt richtig doll umbringen, besonders wenn er halt rein Time Warpen will. Und dann ist es halt doch relativ eindeutiges Zeichen, den R-Knopf vom Silencer zu drücken. Ich meine, Skywrath Mage Silence ist tatsächlich nicht so einfach zu treffen. Man muss halt mit der Maus physikalisch hinter dem Void herfahren. Das Problem, beim Silence, also das Schöne am Silence ist, er drückt R, wenn der Time Walk reinkommt.
Könnte ein schöner Bait sein. Das Problem ist halt, dann hast du einen Beutel mit des gegnerischen Typs drin. Und das als Bait weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ohne Force Staff oder sonst was. Ja, Void springt hier rein. Schöner Silence, genau. Und Void stirbt. Und Refugium Counter nicht hier. Was soll das? Das ist doch sowas von. Offensichtlich ist die Aktion, die offensichtlich ist. Und SD wirft hier einfach einen Vierer weg. Also so krasse Missplays sehe ich selten. Ja, also ihr habt's gehört. War halt relativ klar. Das Erdknopf wird gerührt, wenn reingejumpt wird. Und Void müsste das halt quasi baiten, dass er ein bisschen reinspringt. Und dann halt direkt wieder rausläuft. Und ja, sind einfach reingegangen. Wohl vergessen, dass ein Silencer der Gegner ist. Weiß ich auch nicht. Immer so ist hier ein bisschen zu weit vorne drin. Kann ich ihm nicht so ganz verübeln. Gegen Brewmaster ist es halt sehr schwer. Da gut zu stehen. Gegen ja, Brewmaster und die Fischer. Die natürlich eine sehr starke Reichweite hat. Rubik ist. Okay, ja gut. Er ist wieder komplett da. Sonst hätte ich gedacht, okay. Mit drei Blinkdaggern. Und ein Force-Staff sollte das relativ schnell machbar sein, den Rubik zu bursten und wieder rauszugehen. Aber es hat auch Mikrono da, von daher. Refugium hat beim letzten T1-Tower in der Mitte gemerkt. So, okay, lass uns mal nicht aufextenden. Wir haben das Spiel easy in der Tonne, wenn wir einfach warten, dass sie initiaten. So wie es bisher funktioniert. Und ja, sehr, 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 sehr starken Vorteil hier für Refugium. Und sie müssen schon krasse Missplays machen. Um die Missplays des anderen Teams da zu übertünchen oder noch zu übertreffen. Aber mal schauen. More Throws sind immer möglich, ne? Von allen Teams. Tja. Okay, SD wird hier einen Gyrocopter finden. Der einen BKB-TP hat, aber relativ wenige Leben. Kriegt seinen BKB raus. Schön für ihn. 10 Sekunden. 10 Sekunden BKB. Schönes Chakram vom Timbersaw in den BKB rein. Hätte er da, glaube ich, reingechained und hätte angegriffen, hätten sie ihn vielleicht sogar tot bekommen. Na, ich sag nichts mehr. Dire's Courier stirbt von hinten wieder. Schöner Zweier. Oh, was ist ein Urko-Slam? Und Team Vibe. Für Refugium und vielleicht das GG gegenüber SD. Na, Teamwipe? Achso, Scarlet Mage ist schon wieder am Leben. Weil er so viel Leben hat. Ja. Schönes BKB hat auch schnell auf die Chrono gezogen. Als er gesehen hat, okay, der will wirklich eine Chrono machen und nicht nur baiten oder sowas. Und dann war. Aber ja, es wäre relativ einfach gewesen für SD, den da zu töten. Wenn sie halt um die Chrono oder halt auch danach einfach halt hier vorgehen. Besonders Timbersaw. Und ihn weiter hitten. Ich weiß nicht, ob es so eindeutig 100%ig ein Kill gewesen wäre, hatte noch relativ viele Leben gehabt. Aber dann halt so eins nach dem anderen hinterher zu chasen. Und da easy in alle reinzufliegen, dass der Kurier schon wieder gestorben ist, ist okay. Konnte nicht wissen, dass halt dann Brewmaster irgendwie hinter ihnen herläuft. Aber ja. Viel Pech und viele Missplays hier auf der Seite von SD. Und Refugium haben sich von dem einen, mit einem Overextension am T1-Tower wieder doch relativ gut erholt. Fünfmal mehr Kills von Refugium als von SD, 25 zu 5. Ja, die XP-Kraft haben wir eh schon auf, 15k XP, 15k Gold. Und ja, Volt vertreibt ein bisschen den Gyrocopter. Allerdings haben sie auch doch gesehen, dass SD hier verschoben hat. Haben wir ein bisschen Vision gehabt. Von daher sehen sie jetzt hier, dass SD den Bottom Tower holen will. Und rotieren schön dahin. Brewmaster TP. Und hat damit auch noch ein bisschen Zeit dahin zu gehen. Okay, macht ein bisschen Pressure auf den Tier 2. Timbersaw muss da sein, allerdings hat Timbersaw jetzt nicht den größten Impact. Ah, Mana Drain für den Rubik. Das ist nicht das, was er haben wollte. Und ja, 5-Man Bottom. Und SD muss jetzt hier abhauen. Also, könnte abhauen wollen. Schöne Chrono allerdings, ja. Das Problem nur auf 2, weil einer instant voll weggeblinkt wird und jetzt halt Void nichts und stirbt. Meanwhile, on top lane haben sie halt die beiden Supports bekommen, weil sie jetzt 2 reingeblinkt sind. War sehr schön. Und von hinten kam halt noch der Brewmaster. 28 zu 5. Und SD sollte das langsam callen. Im Farmen geht's noch. Ist jetzt nicht so stark. Der Vorteil von Refugium im Farmen.
Allerdings, naja, sie haben halt auch einen Bugner, der im Late Game aber weniger wird. Da ist halt besonders gegen den Gyro und den Brewmaster und den Nurse Shaker, der mehr Damage hat und den Silencer, der 24 Intelligence Stacks auf sich hat, sollte das eigentlich nicht mehr möglich sein, hier irgendwas zu tun. So, Vogel bereitet sich ja darauf vor, da rein zu jumpen und dann noch ein paar mehr zu bekommen. Oh, schöner Clap of 3, der Earthspike, das sollte vielleicht das GG sein. Ja, Timmerstor ist noch nicht tot. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Sense kommt noch raus, aber es sollte vielleicht nicht mehr was geben. Pugner stirbt hier unten, während hier oben gedived wird, okay. Krass, und das GG kommt hier raus. Verdient von Refugium, super gespielt. Allerdings hat SD noch schlechter gespielt. Das wäre geil. Bam. Gut, also dann schauen wir uns zum Beispiel 2 an. Ob SD weiter feedet, weiter Mistakes macht oder ob SD wegkommt und ob Refugium wieder dieselbe selbe schöne Performance wie in diesem Spiel ablegt. So. Hatte ich hier nicht mit der Konsole? Game 2. Game 2, willkommen zum Game 2. Schönes Ding gegen Refugium. Beide Partien haben es jetzt verplant, sich einen Namen zu machen. Das, okay, wie auch immer. Kein Namen, keine Logos, keine Banner, kein gar nichts für beide Partien hier. Wollten sie wahrscheinlich ganz schnell weiterspielen. Nun gut. Brewmaster Ban von SD. Okay. Doom Ban und ich nehme an, Lycan Ban wird hier von Refugium rauskommen. Diesmal bannt SD den Void selber. Weil SD ist halt immer jemand, der einen Lycan picken will. Auch wenn sie jetzt hier Radiant sind. Aber Radiant ist halt einfach zu pricken, wenn man First Pick hat. Mal schauen, ob Refugium den aber geben wollen. Eigentlich will man das ja nicht. Und Lycan Ban, ja. So, mal schauen, ob sie mit Scarlet Mage gehen oder ob sie vielleicht hier einen Razor picken. Ich glaube, Razor wäre eine bessere Wahl. Denn Razor ist immer eine sehr gute Wahl. Und sie gehen mit einem Titan der First Pick, okay. Ja, sie werden halt trotzdem einen Razor oder eine Viper bekommen. Jo, für einen Titan. Titan ist schon stark, von daher könnte es eventuell wert sein. Kommt Death Prophet und Razor. Okay. Eine fiese Combo. Mal schauen, ob sie Death Prophet oder Razor Mitte lane. Ich glaube, Razor ist zurzeit eigentlich besser in der Mitte, weil er mit dem Link die Lane besser gewinnt als den Death Prophet. Aber das kommt natürlich darauf an, was SD in der Mitte pickt. Ein Titan zusammen könnten sie um Scarlet Mage gehen. Too strong to not pick. Andererseits... Ja. Eine Viper wäre wahrscheinlich auch sinnvoll. Allerdings, Physical Damage ist da. Ja, doch. Okay, sie gehen mit der Viper. Und ich nehme an, Scarlet Mage ist wegfallen. Schade, ich mag Scarlet Mage. Lassen sich aber noch ein bisschen Zeit. Haben den Ban, okay. Haben den Second Pick. Hier, von daher. Ja, mal schauen, ob halt eine von beiden Partien hier
eine von beiden Partys Scarlet Mage nicht bannt, in der Hoffnung, dass sie das als First bekommen. Besonders bei Refugium kann ich es mir vorstellen. Andererseits, was dagegen spricht, ist, sie haben noch kein Control und brauchen da eigentlich eher einen Stunner. Sowas wie nochmal eine Line oder nochmal einen Earthshaker. Wenn der Shadow Shaman jetzt raus ist, wäre die bessere Wahl gewesen. Aber, ja. Ist auf jeden Fall jetzt bis jetzt schon ein Lineup, was auf große Ultis basiert. Und halt, wenn die Cooldowns gut sind, mit dem Razor Ulti und dem Krublos ja, Exorcism da fighten will. Bei SD ist es halt schon die Ravage, die da ist. Und ich glaube, ja, da werden sich halt irgendwie beide Teams sehr stark in Cooldown-Matches machen und hoffen, dass eine von beiden Seiten ihre Ultis vorher irgendwie verschwendet und dann halt pushen, und es könnte ein sehr starkes Timing-Battle sein. Earthshaker wieder von Refugium, der letztes Mal ein überragendes Spiel gespielt hat. Wirklich sehr, sehr angetan von. Nidnatz war das, glaube ich, ja. Rush auf dem Lion oder umgekehrt. Ja. Egal. Tja, mal schauen. Okay, also SD hat jetzt hier die Chance, auf den Scareth Mage zu gehen. Dann stacken sie jetzt sehr stark Slows gegen, ja, gegen sehr schnelle Helden wie Razor und Death Prophet. Ist das zwar schon okay, weil das sind doch starke Slows. Mit dem Titan auch noch zusammen. Hätten sie dann quasi drei Slows. Das sollte aber eigentlich reichen, um wegzukommen. Besonders weil sie halt bisher noch nicht so wirklich was haben, was auf... Wir müssen die Gegner unbedingt an einem Platz halten, damit ich Damage mache. Haben. Wie einen... Ja, dann könnte ich mir einen Witch Doctor vorstellen oder einen Scareth Mage, der doch die Gegner gerne an einer Position haben möchte. Aber Invoker hier. Als Pick. Synergies mit Tidehunter, Ravage und so sind natürlich da, aber es ist halt, bisher haben sie halt, was sehr schön ist, drei starke Laner und drei starke Helden, die für sich alleine stark sind. Und vielleicht geht das in die Richtung Pick-Off-Lineup, denn, wie schon gesagt, ist ein Ultimate-Lineup von Refugium. Sie haben einen, ja, jetzt mit dem Death Ward halt noch einen großen Ulti mehr, wie sie in einem großen Teamfight blowen wollen. Deshalb ist es vielleicht für SD besser, da drum rum zu laufen, da Pickoffs zu haben, starke Helden zu haben, die jo, auch für sich alleine genommen da stark sind, nicht gecatcht werden und vielleicht hoffen, bei Refugium jemanden out of position zu catchen. Witch Doctor ist halt die Sache, weil sie haben bisher noch nichts, um SD so ein bisschen halt, um sie in place zu halten. Wohingegen die Ravage natürlich da ist, um sowas zu unterbrechen. Ja, außerdem Invoker, ja, Tornado und so. Könnte da schon nicht so perfekt für den Witch Doctor sein. Allerdings hat vielleicht Refugium noch irgendwas im Kopf, was sie da picken wollen. Sie brauchen noch einen Offlaner. Von daher, vielleicht auch wenn es nur ein Clockwork ist, der jemanden hält, könnte da sinnvoll sein. Ansonsten Timbersaw hier sich nicht so sinnvoll. Sie brauchen irgendwas auf jeden Fall als Offlaner mit Control. Ein Centaur wäre hier vielleicht sogar ziemlich cool. SD picken den Lich. Sie fehlt noch ein Support danach. Und bauen halt das Ganze so ein bisschen aus. Wir haben starke Helden, wir haben eine starke Lane auf jeden Fall jetzt. Vielleicht sogar den Invoker Safe Lane schicken und die Viper Mitte. Andererseits mit dem Razor Static Link könnte es auch ganz gut sein, dass den Invoker in Mitte schicken mit Forge Spirits, die halt immer noch Last hitten können, obwohl Life Drain drauf ist. Und den Razor halt auch harassen können, während er mit Static Link hinter dem Invoker herläuft. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Dazzle Bun von Refugium ist ein bisschen mitgedacht, denn er würde da sehr, sehr gut reinpassen. Aber dann ist halt auch irgendwie Control relativ wenig. Sie brauchen jetzt einen fetten Support, der ja, ein starker Laner ist, sowas wie ein Lion beispielsweise.
Ben, hier ist Slada, okay. Denken vielleicht wieder, dass es ein Akro-Trial wird. Könnten sie natürlich machen. Mit Stock und Earthshaker sind sehr stark und es sind Klings. Oh. Das ist interessant. Jetzt haben sie natürlich extrem viel Damage. Und auch wenn es nur eine Fissure und ein Echos, ein Enchant-Totem ist, was da die Control macht, hat Klings natürlich den Damage, den nötigen Damage, um dass sie an Tower gehen können und einfach mit ihren Ultis dastehen können. Weil ich sehe eigentlich nicht, wie SD in einen Exorcism, einen Razor Ulti, ja, ins Auge des Sturms, in Echo Slam und einen Witch Doctor Ulti reinpushen können, während halt Klings noch da ist und den Damage macht. Und ein Support Wraith King ist das Letzte, was sie machen. Damit haben sie auf jeden Fall ein bisschen die Chance auf Late Game. Andererseits, Klings Razor Death Prophet Witch Doctor ist schwer ins Late Game zu gehen. Muss man dazu sagen. Andererseits, Invoker, Viper, Lich und Wraith King haben halt auch gut Late Game Potential. Ich glaube, das ist ein gutes Mid-Game-Liner von beiden Partien hier. Early Game wird ein bisschen was auf der Seite von Refugium passieren, einfach nur weil Witch Doctor Heal auf Level 1 ist sehr stark und Earthshaker ist auch sehr potent. Von daher bin ich gespannt auf die Akku-Treffer von der Refugium, mal wieder. Scheinen sie relativ gut zu können. Oder zu wollen. Letztes Mal hat es ja nicht so gut funktioniert. So, also wir haben Shazoo auf dem Carry Klings, wie letztes Mal auch. Tuzul Midlane Razor. Der allerdings, ja, war letztes Mal Midlane auf dem Panda. Jetzt wird er wohl auf dem quasi Carry Razor auf die Offlane gehen, Aggressive Offlane. Mit der Dreadnought, Mariko in der Mitte, Death Prophet, der letztes Mal den Silencer versucht hat zu carryen, auf jeden Fall Solo-Spieler und Russian mit Nuts auf dem Witch Doctor und dem Earthshaker. So, wir haben Totally Not SD auf dem Lich, zusammen mit Slenderman und Foxer. In der Midlane, Scatfish auf dem Signature Invoker, würde ich mal zusagen. Und zu guter Letzt Spinnert auf dem Tidehunter, dieses Mal die Offlane. Was vielleicht, dadurch, dass es ein Solo-Klings ist, vielleicht ein bisschen besser für ihn diesmal läuft als die letzte Try-Duel-Lane, die sie da haben. The battle begins. Gut, wird man sehen, wie es halt so läuft. Ich glaube, der Lich hat es hier gesehen. Ist auch interessant, dass der Lich halt eben nicht irgendwo sacrificed am Anfang, sondern eben, dass sie in den Dschungel gehen und dann im Dschungel stehen und nichts tun. Ist vielleicht nicht die beste Variante. Sacrifice wird jetzt benutzt. Ja klar, es ist halt immer so Punkte sparen. Vielleicht könnte man den Frost Blast noch gebrauchen. Ups, Switch ist zu weit vorne. Außerdem schon wieder Dreadland. Ups. Link wird jetzt rauskommen. Schöner Witch Doctor. RNG reicht mit dem Razor, der jetzt genug Damage gestohlen hat. Die Viper hat sich noch nicht so ganz entscheiden können, als sie den Lich gefokust hatten, dass er vielleicht doch eine bessere Idee wäre, gegen einen Razor, der Damage von deinem Steel, dann doch wegzugehen. War noch ein bisschen relativ lange hier, bevor er sich entschieden hatte, ja, lass mal zum Tower gehen. Ja, das ist halt das Problem auf einer Safelane Viper hier. Haben sie gut gemacht. Hätte natürlich auch both ways gehen können, wenn sie hätten den Invoker carried. Wäre das wahrscheinlich ähnlich gelaufen, weil Invoker natürlich bis Level 2, 3 nichts bringt. Aber naja, so. Müssen sie auf jeden Fall aufpassen. Ist hier schöner Fischer-Block. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob jetzt die genügend Leute da sind. Okay, mit dem Positioning schon. Die Viper sollte relativ schnell down gehen. Ja. Plasma Feld sorgt das für 0-2 auf der Aggressive Trilane für Refugium. Da sind SD so ein bisschen hilflos dort. Oben Titan da Level 3, ja. Die Midlane ist relativ even. Wir haben den Invoker mit 4 gegen Death Prophet mit 10 Last Hits. Okay, vielleicht noch doch nicht so even. Ach, irgendwie ist es halt auch langweilig, wenn halt die ganze Zeit unten nur gefeedet wird und ich dann trotzdem hingucken muss, weil, naja, verpassen sonst was. Ne?
Das krasse ist halt auch, dass die Supports, die rein TP'en, weil sie gestorben sind, länger zum TP'en brauchen, weil jede Minute oder ja, zweimal pro Minute hier ein Support stirbt, der rein TP'et. Dadurch wird natürlich, bin ich sicher, Lichert hat gar kein Gold, Wraith King hat auch kein Gold und bald muss ein Kurier gekauft werden. Der wird auch delayed. Mal schauen, was sonst noch so ist. Ah, wir haben Tidehunter. Der hat sich tatsächlich gut mit dem Klings misst. Aber natürlich mit 2 Points in Krakenshell und 2 Points in Eckersmash ist es halt da sehr gut, wenn er halt rankommt und ihm den Damage wegnimmt. Ist ein Tidehunter, immer ein starker Solo-Laner. Tja. Wie gesagt, Midlane scheint die Death Prophet gut zu gewinnen. Hat schon doppelt so viele Last Hits wie der Invoker hier. Der da versuchte mit der Fischer, aber hat nicht ganz gereicht. Bin nicht so gut gewesen, aber kann halt da sein. Ist jetzt, ja. Wir haben halt jetzt auf den Ward gestellt. Sehr schön von SD, weil das ist eines der wichtigen Dinge mit Earthshaker, dass man weiß, wo er ist. Haben jetzt sogar den Ward gefunden hier. Und haben damit zumindest hier jetzt eine bessere Chance, dagegen zu machen. Mal schauen. Allerdings kann mit Razor halt auch immer gegoat werden. Wie man jetzt hier so ein bisschen sieht. Ups. Klings. Wird sich wahrscheinlich hier den Titaner snacken. Hat keine Regeln mehr. Naja, noch ein Schuss reicht nicht ganz. Sunstrike ist im falschen Team dafür. Und ja, damit hat Klings aus seiner Lane gewonnen. Bisher sieht es so aus, als ob er die alle Lanes verliert. Aber noch ist halt auch noch nichts getan. Das sah im letzten Spiel auch so aus. Da ging es halt dann so weiter. Aber hier haben auf jeden Fall ist die Möglichkeit, da mehr zu machen. Er ist jetzt ein bisschen weit vorne. Sie versuchen hier den schnell zu... Ja, sehr gut. Mit dem Sunstrike haben sie genug Damage dafür, dass sie ihn holen. Jetzt mit dem Link ist es natürlich das Problem, dass der Razor... Also, dass die Viper halt jetzt nichts mehr macht. Haben einen Stun. Nutzen ihn auch. Allerdings ist halt auch kein Damage mehr da, um was zu tun. Und der Razor macht halt nur mal gerade zu 100 Damage und die Supports fliegen da ein bisschen rein. Das hätte man mitdenken können. 1:1 damit auf dem Board. Support für Support wieder. In diesem Engage steht 5:1 für SD. Refugium dewardet hier. Dementsprechend haben beide Teams jetzt keine Vision mehr, was im Zweifel halt besser für Refugium ist, dass sich der Earthshaker verstecken kann. Und der Burst von SD auf jeden Fall noch nicht das Level hat wie der Burst von Refugium, um da einfach sowas dran zu bekommen. Death Prophet ist hier, versucht ein bisschen zu diven. Man könnte jetzt hier einen Cold Step machen, um die Death Prophet davon abzuhalten, den Invoker zu töten. Aber da wird noch ein bisschen mit gewartet. Das hat er gesehen. Oh, wo kommt der Earthshaker her? Krass, okay. Earthshaker kommt hier hin, ist aber leider in Tower Range. War in Tower Range und der Invoker geht hier ein bisschen awkward down. Das war halt auch absehbar. Aber wollte da auch zu viel. Und stand halt auch genau so, dass sie den Death Prophet schön abräumen können, dass er nirgendwo hingehen kann, dass er nicht juken kann. Positional Misplay. Auch hier von SD. Aber. Nee. Nix aber. Wird gerade aber schön gemacht von... Ne, tatsächlich nicht. SD. Totally not SD. Star out of position. Oh, okay. Und diese Cask hat dafür gesorgt, dass auch die Viper stirbt. Mit dem Damage. Ups. Ja. Kill. Unstoppable. 1:8. Der Stomp von Refugium continues und Wraith King als alleiniger Support ist da und stirbt einfach so. Ich weiß nicht, warum er da war. Triple Kill für den Razor. Easy. Okay. Refugium ist on fire. Ja, Last Hits sind nicht so weit hinten. Klar ist die Viper mit 11 gegen den Razor mit 23. Bisschen zurück, aber das ist natürlich, wenn da was passiert. Aber jetzt mit Dust und dem Licht gucken sie oben auf den Klings und sollten ihn auch tot bekommen. Batz! Titan nimmt den Last Hit.
2:9. Und ja, SD splitten das hier ein bisschen auf. Was jetzt halt auch vorgeben gemerkt haben, mit der Witch Doctor wahrscheinlich. Okay, wartet erstmal nur. Zack. Das weiß SD, das werden sie dann dewarden. Und ja, da werden sie ein bisschen aufsplitten. Andererseits muss jetzt hier die Viper aufpassen. Schön gejuckt. Definitiv hier drin. Der Lich braucht noch eine Sekunde. Mana Boost für den Tidehunter, das freut ihn halt auch. Das ist bald wieder online, vielleicht für den Klinks. Und hier unten, ja, müssen sie halt jetzt gucken. Der Razor wurde ein bisschen rausgehalten. Hat auf Speich schon seinen Mecker. Keine Regen mehr. Wenn der SD das sieht, sollten sie hier vielleicht bleiben. Andererseits, der Death Ward könnte da auch schnell für kurzen Prozess sorgen. Schön gesehen, aber wird er erstmal noch nicht weggehen. Das Problem mit dem Witch Doctor ist natürlich, er ist da, er hält wieder hoch. Und Easy Feed, Double Kill mal wieder godlike nach 7,5 Minuten. 9:0 auf dem Razor. Scheiße, Bernd. 8 Minuten Mecker nach Faceboots und Ring of Buzzy. Und ein Tower jetzt noch. Ach du Scheiße, dieser Razor wird erstmal in den nächsten 30 Minuten nicht sterben, glaube ich. Senna wird gegankt. Also 900 Leben, 14 Armor. Wie sollen sie den down bekommen? Mit Stick Charges und sowas. Nebenbei haben sie halt einen Klinks der Farm, eine Death Prophet, die ihre Lane sogar gewinnt. Und den Invoker dann doch relativ easy raushalten kann. Das sieht schlecht, das sieht schlecht, das sieht schlecht aus für SD. Aber was für ein Spiel von Refugium. Each Valiant ging richtig ab. Und ja, da waren halt nicht so viele Fehler von SD da jetzt dran. Each Valiant war einfach verdammt gut dabei. Das brachte mich halt auch, dass Refugium hier den Ward gesetzt haben. Weil SD hat gesehen, dass da der Ward kommt. Und könnten halt demnächst den Ward dewarden. Das Problem ist, sie werden erstmal jetzt hier gepusht und müssen deffen. Ravage ist da, hat allerdings noch Cooldown und damit werden sie jetzt ein bisschen rausgezwungen, haben des Exorcism quasi geforst. Wahrscheinlich haben sie den Titan gesehen und gedacht, oh, jetzt müssen wir hier doch noch unsere Ultis raushauen, damit wir eben nicht reengaged werden. Und müssen jetzt hier noch ein bisschen Damage machen auf den Tower. Allerdings müssen sie da jetzt so wieder aufpassen, dass sie hier nicht zurückgeworfen werden, weil Ravage ist jetzt gleich online. Wraith King noch nicht so, aber naja. Fischer ist da. Ja, das war nicht so eine tolle Ravage. Er wurde ja doch gestunt. Er hat bedenken können, ob sie da eine Ravage machen wollen. Und es war halt niemand da und eigentlich wollte er die, glaube ich, auch nicht reingehen. Zumindest war sie nicht so positioned. Und ja, da ist die Ravage auf Cooldown. Das könnte 2 bis 3 Tower für Refugium bedeuten. Gut. Razor Ulti ist raus und Exorcism ist raus und von daher müssen halt einfach so die Tower forcen. Aber das sollten sie eigentlich können, weil, naja, im Draft hatten sie halt sehr eigenständige Helden gepickt. Invoker, Viper, Tidehunter. Das Problem ist, Tidehunter hat ein bisschen was auf der Lane bekommen, der Rest nicht. Also, Invoker hat ein bisschen was bekommen, ja, ist Level 8. Das ist das zweithöchste Level neben der Death Prophet. Das stimmt schon. Aber so toll ist es hier halt nicht. Wenn wir hier einen Wraith King sehen, Wraith King ist halt ein wandelnder Stun. Lich ist halt eine wandelnde Nuke. Und naja, jetzt sogar den Invoker, aber der sollte da rauskommen. Ja, kommt da raus. Was für ein Damage der Razor schon macht. Das ist schon krass. 3000 noch bis Agas nach 11 Minuten. Pff. Ja, hier ist ein Fall. Wie schon gesagt, auch die Death Prophet. Auch nicht mehr so viel für das Oils. Das sind jetzt noch 300 knapp Gold für das Oils, was verdammt gut ist, muss man sagen. Und ich sehe es hier so ein bisschen, sind halt zu viert jetzt in der Mittellane, können halt nicht wirklich raus. Können allerdings auch nicht wirklich zusammenbleiben, weil dann kommen sie noch weiter zurück. Außerdem, wenn wir sehen, sie hier zusammenstehen, geht halt Refugium einfach woanders hin. Aber jetzt Exos ist wieder da. Pushen jetzt den T2 Tower, was nicht wirklich nötig gewesen wäre, besonders weil sie jetzt sehen, dass einer oben ist, zwei in der Mitte sind, wäre das nicht so nötig gewesen. Aber sie gehen auf Nummer sicher.
kann man ihn nicht verdenken. Und nehmen damit den zweiten, den ersten T2 für dieses Game nach 12 Minuten. Okay. Razor, Razor, Razor. 2300 bis Argas. Jetzt schauen. 12 Minuten Olds. War das nicht irgendwas mal mit 17, 16 Minuten Olds ist gut? Alter. Respekt hier für die Refugium-Helden. Das läuft richtig gut. Meine Rede. Und Titan ist relativ knapp vom Blinkdagger. Könnte hier down gehen. TP't und schafft es, da schnell rauszukommen. Weil auch der Damage gefehlt hat. Schön für ihn. Dadurch hat er vielleicht gleich seinen Blinkdagger. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, was sollen sie mit dem Blinkdagger machen? Er trifft die Ravage, aber wo ist der Follower? Invoker hat noch nicht ganz die Levels, um schöne Meteore und Deafening Blasts, Tornados und sowas rauszuhauen. Und die Viper, Mech ist meilenweit entfernt. Damage, ja, 70 Damage. Ist halt auch noch nichts. Von daher weiß ich halt nicht, was Refugium überhaupt aufhalten sollte, wenn sie 5-Man-Action machen. So, okay, sie machen eine Ravage und danach nichts. SD-Deft hier, mal schauen, ob das genauso läuft, wie ich es mir gedacht hatte, dass SD halt nicht reinkommen kann, oder ob SD hier tolle Stunts pullt und das Ding doch noch umdreht. Mit einem schönen Ding, oder zwei. Mal sehen. Auf jeden Fall hier Surprise Factor mit dem Titan der Blinkdagger, der mit 13 Minuten eigentlich auch relativ gut ist. Ja, wollte jetzt hier ein Wraparound machen, was aber dumm wäre. Wir müssen halt schon zusammenbleiben und dann halt irgendwann go. Dadurch, dass der Titan den Blinkdagger hat, haben sie halt den, kommen sie halt hinterher und können ravagen. Mal schauen. Stehen auf jeden Fall gut passiv, um eine Initiation auszuweichen. Allerdings hat natürlich Refugium keine Initiation und pusht halt einfach so einen Tower. Nächste Creep Wave kommt. Eye of the Storm ist ready. Death Prophet Exorcism ist ready. Von daher glaube ich, dass jetzt hier ein Go gemacht wird. Oder... Okay, sie gehen einfach nur so. Okay, TP kommt rein, das scheint zu sein. Go, Ravage auf... Fast. Oh, das war bitter. Ravage nicht auf alle. Schöne Echo-Slam. Und das Witch-Doctor-Ulti steht. Tidehunter kann nichts machen, außer davon wegzulaufen. Allerdings steht es jetzt ein bisschen zu weit weg, dass sie so weiter sind. 2-1 bisher der Trade. Noch relativ gut für SD. Tidehunter konnte das ausjuken. Schön für ihn und es steht 2-2. Allerdings wesentlich besser, als ich es erwartet hätte, denn SD hat irgendwie einen Offlaner, den Carry und einen Support verloren gegen halt doch beide Cores von Refugium. Das Problem ist halt nur, dass sie nicht weiter deffen können. Und halt dann auch noch den Tower verlieren. Oh, und natürlich mit dem Orchid. Ich hab den Worker doch noch. Hat aber relativ viel Damage gegen die Klinks gemacht. Und nächste Pause. Lich muss noch weg. Wahrscheinlich hat hier 1600 Gold. Okay. Was war das? Was war das? Okay, SD ist wahrscheinlich... Irgendjemand ist da noch nicht, ja, noch nicht aufgestanden oder so. Oh. Okay. Und Death Prophet ist Dagen. Damit ist das Spiel vorbei. Refugium hat gewonnen, zumindest denken sie das. Ja, denke ich eigentlich auch. Mal schauen, ob sie ihre Stats von letztem Spiel halten können. Er ist in 25:5. Dafür müssen sie noch ein paar Kills holen. Das Problem an der Sache ist halt nur, dass sie so viel Push haben, dass es wahrscheinlich nicht mehr so viele Kills gibt, bis sie die ersten Racks bekommen. Das ist halt ein sehr großes Problem. Und da muss Refugium sehr viel arbeiten, um das zu machen. Ja. Okay, 80 Sekunden Cooldown auf dem Viper Strike. Das ist sportlich. Das Foxe, dass er trotzdem gesagt hat, hey, Viper Strike, den brauche ich doch nicht. Und das könnte jetzt ziemlich ein Problem werden, denn Razor hat viel Damage gestohlen. Und SD läuft nicht so ganz weg. Bodyblocken hier noch ein bisschen, schöne Fische auf 3. Plasmafeld tötet nicht ganz 2. Invoker macht schön Damage von außen.
Allerdings, ja, die Ravage sind nicht da, muss hier wegblinken. Und 1:0 tatsächlich nur. Oh. Okay, na gut, okay. Es ist doch nicht weggeblinkt, stirbt deshalb. Ist, halte ich für fair. So, naja, man hat halt blinkt, man könnte wegblinken, wenn man es nicht tut, stirbt man. Und, jo. 2:0 hier der Trade für Refugium und der Tower fällt. Death Prophet macht ein bisschen Headbang. Oh Mann. Ja, der Metal ist strong in hier. Ja, es ist. So ungefähr stelle ich mir die neue Sängerin von Arch Enemy vor, ungefähr. Blaue Haare und Scream. Und sehr gut. So, wir haben eine Ravage, in dessen nichts passiert ist und der Earthshaker ist klein und das GG. Alter, was ist das? Midnats ist on fire auf dem Earthshaker. Wunderschön gemacht, allerdings, naja, stand halt nicht in der Ravage drin. Die Ravage ging ins Leere. Klar, sie hat drei Leute gefunden, aber das Ding war nicht dahinter. Und damit war es wieder ein richtig verdienter Sieg für Refugium. Schön gespielt. Und ja, 2:0 für Refugium hier. Ich glaube, wir wissen alle, woran es liegt. Also, ja. War nicht so dolle, ne, SD. Gut. Ja, dann, das war jetzt das Best of Two, beziehungsweise die zwei Spiele Refugium gegen ein schönes Ding. In der Federal League Season 3. In der relativ weit hintenen Division 6, Germany. Ich war Sisterson und das Video seht ihr hier auf meinem YouTube-Account. Dementsprechend habt ihr mich schon gefunden. Das freut mich. Keep it going. Und bis zum nächsten Cast. Auf Wiedersehen.